indem ich mehr Speed bekomme. Wie bekomme ich mehr Speed? Was passiert denn, wenn ich... Achso, ne, klar. Ich Vollpfosten. Ich kann das doch als Speed benutzen. Ich will das orangene Portal gleich hier hinsetzen, dann falle ich komplett von oben hier runter. Ersten Würfel habe ich schon mal. Jetzt muss ich nur... den Würfel mal hier unten reinsetzen. Ach, komm schon. So, was macht der? Der schaltet das Ding da aus. Okay. Gibt's hier keinen Block, der den Laserstrahlen umlenkt? Dann müsste es sie doch auch irgendwo geben, oder nicht? Ich sehe aber keinen. Ach, hier hinten gibt es ja noch mehr. Da oben ist er ja. Okay. Ich muss mich hier durchschießen lassen. Das heißt, ich benutze jetzt einfach... Hä? Ich Idiot. Das Blaue setze ich hier drauf. Das Orangene hier hin. Dann lasse ich mich einfach da reinschießen. Jawohl. Okay, das ist relativ einfach gewesen. Aua. Okay. Den nehme ich mit. Soll ich das orangene Portal umsetzen? Okay. Der Laser muss da rein, also das orangene Portal hier hin. Okay. Gar nicht so schwer. Das heißt, jetzt muss ich den hier drauflegen. Orangene Portal wegnehmen. Den Orangen da rausfallen lassen. Und den da hochschicken. Dann wird nämlich der hier abgesenkt. Dann muss ich nur noch das Orangene wegsetzen. Du hast dich gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du... Warum machst du mir das Leben so schwer? Oh, tut mir furchtbar leid. Das ist schlecht. Dann wird die Anlage wohl oder übel zerstört werden. Okay, weiter geht's. Ach, meine schöne Anlage. Oh, wie schade. Du hast mich hier gefangen gehalten. Stand auf Selbstzerstörung. Problem gelöst. Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen. Zwei. Noch ein bis zwei davon, nur zum Spaß. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze. Er kann seinen Job behalten, ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter.
Und wie komme ich da hinten hin? Okay, so geht's. Jetzt muss ich den Laserstrahl hier hinsetzen. Und den blauen dahin. Okay. Jetzt muss ich den Laser ausschalten. Und das funktioniert hier oben am besten. Rübergehen. Ach, ich Vollpfosten. So. Ja, da ist der Würfel drauf. Perfekt. Dann muss ich hier rüber. Den Würfel holen gehen. So, also. Blau, orange. Nein! Ja, nochmal das Ganze. Ah, Mist. Vielleicht klappt es ja jetzt auf den ersten. Auf den ersten Anhieb wollte ich gerade sagen, aber ist ja schon vorbei. So, da fällt der Würfel, liegt drauf. So. So, geschafft. Wo muss ich mit dem Würfel hin? Da muss der Laser hin. Okay, das wird scheiße. Dann muss ich... vermutlich... kriege ich den auf die Höhe? Das ist genau die Höhe von diesem komischen... Ich glaube schon, ja. Beziehungsweise das ist genau die Höhe von diesem Ding. Okay, das heißt, ich muss... das gleiche nochmal... das Ding weiterfahren lassen. So, nochmal das Ganze. Das heißt... orange hier hin. Blau hier hin. Blau dahin. So.
Okay, jetzt muss ich noch darüber. Oh. Bisschen gefährlich. Okay, immer noch nichts. Und weiter. Tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmolzen. Oh ja, eindeutig. Ich kann dir eine Führung anbieten. Zur Linken siehst du irgendwelche Lichter. Keine Ahnung, wozu die gut sind. Sind aber sehr gut. Und von rechts kommt etwas Riesiges auf dich zu. Oh Gott, schnell weg! Das gehört dir da nicht her! Geht's dir gut da hinten? Warte, ich stell den Strahl ab. Warte. Oh, nein, das ist gar nicht gut. Ah, wie konnte ich das für eine gute Idee halten? Kann ich ihn angesichts dessen, was er mit der Anlage gemacht hat, nach der Übernahme töten? Du darfst gar nichts. Du wolltest mich schon immer töten. Oh, wie nett. Darf ich? Ah, cool. Und noch eine Testkammer. Von einem Vollidiot kreiert. Auf geht's. Ah, du lebst! Toll. Spielt Spaß, Freude. Ich bereite einen Test vor für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Oh, what the fuck? Da, bing, sehr gut. Weiter geht's. Bräuchte einen Würfel oder sowas. Wenn ich mich ausschalten sollte, dachte ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Wie mache ich das hier am besten? Also eigentlich müsste ich... Tja. Ah, hier gibt's einen Würfel. Der fällt da oben drauf. So, das heißt, ich muss den Würfel da ran drücken. Ja. Okay, geschafft. Was labert der? So, jetzt kann ich unendlich lang dieses Ding hier benutzen. Jetzt frage ich mich aber, am besten transportiere ich die Flüssigkeit bis nach da ganz hinten, ne? Das heißt, ich muss... Nein. Das so machen. Aber zuerst muss ich den Block da reinlegen, damit ich mich frei bewegen kann. Oh Mann. So. Jetzt kann ich nämlich... Quatsch. So und so. Die Flüssigkeit hier lang bewegen lassen? Nein. Weiter. Und runterfallen lassen. Perfekt. So, ist jetzt die Frage, ob ich einen Würfel da hinten brauche, aber ich glaube nicht. Aber ich nehme den Vorsitzhaber trotzdem mal mit. Man weiß ja nie, ne? Oh. Okay, das war ein Schlag
in die Fresse, weil ich so dämlich war. Normalerweise geht man immer neben die Rampe und guckt, was da so auf einen wartet.